Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von City Skylines. Wir spielen heute weiter und ja, wir haben hier in der letzten Folge angefangen, die Straßen hier hin zu klatschen. Und das machen wir in dieser Folge jetzt auch weiter. Sind wir hier eigentlich schräg, wenn wir hier runterkommen? Ja, das ist ein bisschen schräg irgendwie. Das ist schon strange, muss ich sagen. So, naja, verdammt. Verdammt, wir sind hier ganz leicht schräg, weil die hier ganz leicht schräg rauskommen. Ist blöd irgendwie. Warte, aber wenn ich so... ich verstehe das irgendwie nicht. Warum ist es so ein bisschen schräg? So. Die sind irgendwie, die ganzen Längen sind irgendwie unterschiedlich, weil da oben die Kreuzung nicht richtig gepasst hat und dann musste ich das alles unterschiedlich lang machen. Ja, hier zum Beispiel, das ist totales kleine Feld. Verdammt. Na egal. So. Ich könnte jetzt wieder mit der Ausrede kommen, dass die Stadt ja nicht perfekt sein darf. Ist ja in echt auch nicht, aber nun gut. So. Ja, sieht jetzt... Ja, es ist okay, ist okay. Ich sag's mal so. Okay. Ja, ist eben okay. Ich kann auch noch 10-mal okay sagen, dann ist es wirklich okay. So, soll ich hier... Ich kann ja eigentlich so, einfach so ein Bürogebäude mitten zwischen diesen Gleisen. Und dann noch so ein kleines hin. Okay, dann kommt hier noch... Ja, ich zeichne mal so viele aus, das müsste erstmal reichen. Okay, ich kann auch mal wieder auf Play drücken. Wir haben mittlerweile... Es ist der 1.11.2031 in unserer Stadt. Okay. So, hier oben. Ich hatte ja in der letzten Folge mal geguckt ein bisschen nach den Parks. Und hatte das hier oben ein bisschen verschönert. Ich kann hier eigentlich auch noch mal einen hinklatschen. Hier. So. Ja. Dann kann hier eigentlich auch noch mal einer hin. Okay, dann passt es soweit schon mal. Ah, okay, der Skatepark hier oben ist nicht aktiv, deswegen war es da oben noch relativ hässlich. Aber okay. Hier unten müsste eigentlich auch nochmal ein Park hin. Was haben wir hier denn noch? Wir hatten hier genau Beachvolleyball. Das kommt hier mitten in die Gewerbegegend. Kommt hier so ein Beachvolleyballplatz. Und ja, nee, obwohl ein Reiterding wäre wahrscheinlich etwas unpassend. Obwohl, hier könnte eigentlich auch mal so ein fetterer Park hin. Ich weiß nicht, so einer. Der ist nicht sonderlich groß. Der. Ja, gut. Aber ich glaube, die ganz dicken. Warte, die hier. Der ist auch nicht. Obwohl, das ist so ein Mittelding. Dann kommt hier nochmal einer hin. Dann sieht das Ganze hier schon mal gleich viel besser aus. So. Hier. Diese wohnen direkt neben dem Park und finden ihr Ding hässlich. Idioten. Obwohl, es sind ja Läden. Okay, so. Und dann kommt hier noch... Ja, komm, hier ist noch so ein komischer japanischer Garten. So ein Entspannungsgarten hier. Ich glaube, das ist hier sogar die Partygegend. Keine Ahnung. Wie hatte ich denn das hier ausge... Ja, das ist hier die mit den Clubs und so, glaube ich. Ja, das ist die mit den Clubs. Also, da tut so ein Entspannungs... Japanischer Entspannungs... Was auch immer Garten. Auch mal ganz gut, ne? So. Hier sind irgendwelche komischen verlassenen Gebäude. Hier haben wir noch so ein ganz kleines mit einem langen S. So. Okay, ich habe das falsche Gebäude abgerissen. Nee, es war doch das Richtige. Ich verklick mich da irgendwie immer und dann tue ich da Existenzen auslöschen, die eigentlich gar nicht hätten ausgelöscht werden müssen. Aber was juckt's mich? So. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen grausam an, aber ja. Okay, hier haben wir... Okay, hier ist ein bisschen Problemzone, hier ist ein bisschen Stau. Aber wo wollen die denn alle hin? Was ist, wenn ich... Wo fahren die denn alle hin? Die fahren hier nur rum, oder? Die wollen ja nicht raus oder rein, oder? Ich kann noch 20 Mal oder sagen, genauso wie bei allen anderen Sachen auch. Ich bin mir gar nicht sicher, wo die hin wollen. Wo wollt ihr hin? Alter, hier, das ist auch mega... Versmockt einfach. Ja, hier ist einfach so eine ganz normale Kreuzung an der Autobahn dran, wo die Autos dann langsam beschleunigen.
Okay, hier wird Holz abtransportiert. Boah, ich kann hier ewig zuschauen. Bei diesen Kreuzungen, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, ich kann da ewig zuschauen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Also mal ein bisschen schneller macht. Also ein bisschen schneller auf ganz schnell. Wenn man mal guckt, das ist irgendwie lustig. Der Tag vergeht und dieser LKW hier zum Beispiel, der Weiße, der hat es gerade mal innerhalb von einem Tag von hier bis hier geschafft. Ja, Zucker, von hier bis hier innerhalb von einem Tag. Ich weiß nicht genau, wie schnell der fährt. Aber gut. So. Ich wollte jetzt noch... Ich wollte noch mal gucken. Was ist das? Bombastischer Springbrunnen. Wie, habe ich den schon gebaut oder kann ich den bauen? Okay, hier unten, da habe ich Parks eigentlich überall schon hingemacht. Nur hier oben, die könnten noch mal einen vertragen. Hier könnte noch mal einer hin. Okay, hier sind so gut wie keine Parks, was ein bisschen blöd ist. Da nehme ich aber auch mal lieber etwas kleinere. Da hier eh schon relativ wenig Platz ist dazwischen. So, so. So. Vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung, noch einen anderen Park nehmen. Hm, der ist zu groß. Okay, ich denke aber so. Hier kann der noch hin, so. Überschwemmungsgefährdet quasi, wenn da die Kinder spielen und dann auf einmal kommt hier eine Flut und dann sind alle Kinder weg. Ja, die werden dann hier runtergespült zu unseren Windwasserturbinen und werden hier in den Wasserturbinen zermetzelt. Wird schön auf jeden Fall. Okay, was haben wir hier? Das ist unsere Hafenregion, wo die Schiffe mal run cruisen, wie die letzten. Ja. Mal gucken, wie der ranfährt. Ah ja, der cruist hier auch so rein. Ich guck mal, ob er gleich, wenn er wieder ablegt, ob er dann auch mit seinem hinten hier mit dem, was ist denn das? Marina. Marina 2, okay. Fährt er hier auch durch den Hafen? Ja, natürlich. Okay, und hier fährt, ja. Ist er, ja, direkt noch eins, alles klar. Alles klar, da kommt halt direkt noch mal eins. Die parken hier jetzt auch ineinander. Ja, okay. Geht ja, kann man ja machen. Ich hätte es jetzt gefeiert, wäre das eine Schiff exakt in das andere rein. Achso, ja genau, das meinte ich. Ja. Okay, bei den Güterschiffen ist es irgendwie lustig. Das könnten sie noch besser machen. Bei den Zügen funktioniert das ja ganz gut. Und irgendwie, ja, es wäre auch ganz praktisch, wenn die Container nicht aus dem Nichts geladen werden. Da ist noch irgendwie ein bisschen Optimierungsbedarf. Sieht noch nicht so geil aus, dafür, dass diese Reiter, zum Beispiel dieser Reiterhof hier unten, wo übrigens auch nachts geritten wird. Okay, da sind... auf dem Reiterhof sind tote Leute. Dieses arme Pferd, das rennt hier seit 2 Tagen im Kreis. Die soll das mal loslassen, oder der, wer auch immer. Das muss ja Political Correctness hier sein. Heutzutage darf jeder auf den Reiterhof, nicht nur Mädchen, auch Jungs. Es muss alles korrekt sein. Man darf hier nicht von Geschlechtern ausgehen. Das wäre blöd. Ja, also das Pferd, mal gucken, wann es stirbt. Das rennt hier schon eine Weile im Kreis. Gut. Kann es machen, wenn es will. Okay, hier ist schon wieder was niedergebrannt. Wie oft brennen denn hier eigentlich Gebäude nieder? Was ist hier unten? Ah, hier unten fehlt... Alter, wie viele Leute warten da eigentlich auch auf den Bus? Hat sich da was geändert? Genau, das wollte ich nämlich auch noch gucken. Ich fange immer an, nach den Parks zu gucken und dann gucke ich hier wieder irgendwelche komischen Sachen an, wie Pferde im Kreis rennen. So, okay, die Parks sind aber soweit schon mal ganz gut. Ich gucke jetzt hier nochmal nach den Busstrecken, weil die irgendwie, glaube ich, komisch sind. Kann ich nicht alle Busstrecken mal löschen? Okay, also hier nach unten, okay, hier ist Wasser. Das muss ich kurz machen. Hier fehlt Wasser, das ist, glaube ich, ein bisschen schlimmer. Als dass da unten oder irgendwo da oben keine Busse fahren. Verdammt, jetzt bin ich darüber gegangen. Aber es überschneidet sich trotzdem noch. Okay, ist doch nicht so schlimm. Okay, die hier unten brauchen noch Strom, aber die Parks brauchen wir noch nicht unbedingt. So. Okay, jetzt haben wir hier immerhin schon mal überall Wasser. Ich guck nochmal,
Ja, so an sich passt es aber noch alles. Okay. Was wollte ich machen? Ich wollte hier irgendwo... Was wollte ich machen? Nee, doch, Busse. Genau. Alles klar. Wo sind die Busse? Ich wollte doch jetzt hier irgendwie... Wie ging das nochmal mit den Linien? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das hier ist der Busbahnhof. Busdepot. Okay, da gibt's... Das ist neu. Habe ich das gekauft oder runtergeladen irgendwo? Das kann sein. U-Bahn-Linie-Werkzeug. Okay, es gab doch auch mal eine Buslinienwerkzeug, oder nicht? Hä? Wie ging das? Aus Fragezeichen drücken. Nahverkehr. Der Nahverkehr hilft Ihnen, die Anzahl von Privatfahrzeugen auf den Straßen zu reduzieren. Was mehr Platz für den Transport von Industriegütern lässt. Reduziertes Verkehrsaufkommen reduziert außerdem die Lärmbelästigung. Bauen Sie Infrastruktur, Untermenüs, Linien für Busse. Hä, muss ich das jetzt über das hier machen, oder was? Nee, das ist doch für die U-Bahn, ja, genau. Stimmt ja auch so. Mit Bussen, Straßenbahnen, statt wieder nach Hause. Reduziert Frachthäfen, ermöglicht den Import und Export von Rohmaterial und Gütern. Das müssen wir aber nicht selber einstellen. Das wird automatisch gemacht, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, ja, ich wollte jetzt eigentlich hier die Buslinien bearbeiten, aber muss ich das, muss ich vielleicht aufs Depot klicken? Busdepot. An, aus. Hä? Das ist seltsam. Ah, hier, genau, darüber ging das mit den Linien. Ah, okay. Ich hatte hier eine Linie. Kann ich die irgendwie entfernen einfach? Kann ich die nicht einfach... Ich will die entfernen. Muss ich jetzt echt hier jede einzelne Haltestelle mit dem Rechtsklick wegmachen? Weil dann... Ich würde die nämlich nochmal gerne neu setzen. Die kompletten... Alle Haltestellen eigentlich. Weil die mir... Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da Scheiße gebaut habe. Im Aufbauspiel Scheiße gebaut. Lustig. So. Ja, witzig. So, okay. Was habe ich hier? Hier wechselt denn nur die Spur. Was ist hier? Das ist... Das ist doch eine Haltestelle, oder? Sind das hier nicht Haltestellen? Ach, das sind ehemalige Haltestellen. Oder was? Oder wie, oder was? Ach, das sind von einer anderen Linie vielleicht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Warum ist die Linie hier, oder warum sind die Linien hier noch? Aha. Ich verstehe nichts. Sind die von der U-Bahn? Nee. Was sind das hier? Ein Taxistand. Okay. Ich dachte, das sind die Bushaltestellen, dass man die irgendwie so verbinden muss und erst hinbauen. Aber ich habe ja wie immer keine Ahnung, deswegen... Ja. So. Jetzt, wo zur Hölle sind hier diese komischen Bushaltestellen noch? Ihr will die wegmachen, Mann. Ja, ihr werdet unglücklich. Das ist mir aber gerade mal egal. Jetzt sind sie weg, oder? Nee. Wo seid ihr? Ihr miesen Bushaltestellen. Ich werde euch alle töten. Ich werde euch alle finden und töten. So. Okay. Warum kann man eigentlich nicht komplett einfach die Linie zurücksetzen, dass einfach die komplette Buslinie weg ist? Okay, hier ist noch eine komische Haltestelle. Hier ist keine Haltestelle mehr. Hier ist noch... Nee. Ah, doch. So. Hier ist... Nee. Nee. Das kann nicht sein.
Ist hier eine Haltestelle? Ja. Okay, warum dreht er hier um einfach? Oder warum fährt er da überhaupt hin? Ah, hier sind noch. Okay, jetzt sind sie jetzt weg? Nee. Hier noch. Hier muss irgendwo noch so eine... Da ist noch eine. Da ist auch noch eine. Sind jetzt die ganzen dummen Busse weg? Ja, jetzt sind sie weg. Okay, sehr schön. So, jetzt kann ich das hier irgendwie nochmal machen. Ich glaube, ich mache das einfach mal so. Ah, genau, so ging das. Okay. Ich fahre erstmal... Warum fährt er jetzt hier unten überhaupt rum? Ja, gut. Wenn er da unbedingt hier unten langfahren will, dann gehen wir mal so, so. So. Nee, so nicht. Nee, so auch nicht. So. Nee, nee. Nee, so nicht. Kann er nicht hier abbiegen einfach? Okay, ich bin schon wieder bei 16 Minuten, sehe ich gerade. Also, ich weiß nicht, ich habe die Stoppuhr diesmal woanders hingelegt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt immer gut bemerken werde. Deshalb ist die letzte Folge auch ein bisschen länger geworden. Die hier jetzt, ja, normal länger, eigentlich vielleicht ein bisschen kürzer. Aber wir sehen uns in der nächsten Episode von City Skylines wieder. Bis dahin, tschüss.